Ah, und jetzt haben wir Novak Djokovic. Hallo, Novak, mein Name ist Jessica. Ja, wie geht's? Guten Abend. Mir geht es gut, wie geht es dir? Sehr gut, ich freue mich, hier zu sein, heute Abend. Sehr viel. Ich bin begeistert von deinem Deutsch. Kannst du das von Boris? Ja, ich kenne auch von Boris ein bisschen, aber ich habe in Schule gelernt, deutsche Sprache. Und da habe ich in Oberschleißheim bei dem Niki Pilic Tennis Akademie gelebt für 3 oder 4 Jahre. Und so, ich habe viele Worte vergessen, aber es ist nicht so verspannt, aber ich habe Spaß. Ja, jetzt kommen alle Worte in meinen Kopf. Du bist nominiert heute. Bist du aufgeregt? Ja, ich freue mich hier zu sein und es ist eine kleine Ehre, dass neben dieser Legende von Sport zu stehen. Das ist unglaublich. Und der Hauptgrund, warum wir sind hier heute Abend, ist... um zu gewinnen. Nein, ist Sport zu feiern. Also das ist der Hauptgrund. Und alles anderes ist ein Bonus. Norbert, lass uns ganz kurz über Tennis sprechen. Monte Carlo, Rafael Nadal, großartiges Comeback gefeiert. Was traust du ihm und was traust du dir in Paris zu bei den French Open? Ich gratuliere Nadal, weil er hat eine sehr gute Woche gespielt. Aber er hat ein bisschen die Crisis gehabt in den letzten 2 Jahren. Aber er ist immer der beste Spieler auf der Welt, auf dem Sand, und so ist immer einer der Favoriten in Paris. Redest du mit Boris eigentlich auch Deutsch? Ja. Ja? Wann wir wohnen, niemand zu verstehen. Also. Heimsprache. Ich verstehe mehr, dass ich spreche, Aber du sprichst so gut, ich muss noch kurz nicht fragen. Schlecht, danke schön. Wie lange, wie lange hast du Deutsch gelernt? Ja, 4 Jahre oder so in Schule, aber ich war jung. Habe ich besser Deutsch gesprochen, aber ich habe gar nichts von 10 Jahren gesprochen von Deutschen. So habe ich viele, viele Worte vergessen. Aber jetzt Boris spricht mit mir. Every once in a while. Dankeschön, Novak. Tschüss.